Wir haben auch lustige Leute gehabt. Den Schibanko habe ich als Gruppenteilnehmer gehabt. Und in derselben Gruppe war die Meister Blau. Das war schon spannend. Die Gruppe ist eröffnet worden und die Meister Blau. Wem gehört denn dieser Blechdinosaurier da draußen? Das war der Rolls-Royce vom Schimanko. Haben Sie etwas gegen Rolls-Royce? Ach, Sie sind der Mädchenhändler. Schauen Sie, ich habe gecoacht die Austrian Industry, also die First Aluminium, das habe ich gecoacht. Ne? Und natürlich spielt dann die Politik so rein, dass dann das F für die Katz ist. Ne? Also ich habe zum Beispiel mit dem, der Aluminium verantwortlich ist für Rashofen, wir waren uns klar, dass das nicht weitergeht, dass die Amerikaner so großartig sind und die Schweden, dass die, und trotzdem hat die Politik zugekauft. Und dann kommt das Coaching, da kann ich ihn nur mehr trösten und kann sagen, solange es geht, verdienen sie halt. Es ist so, dass bei diesen hohen Funktionen sind Leute, die vielleicht noch ein Stück höher gehen können und denen ist vollkommen wurscht, welches Chaos sie hinterlassen, wenn sie gerade zu der Zeit Merite präsentieren können. Das heißt, sie investieren nichts in neue Maschinen, dadurch haben sie einen guten Rekord. M8 ist genauso gut und etwas billiger. Der nächste hat den Zusammenbruch, aber das ist ihm egal. Damals war es so arg, dass der Portier von einer Volksschule von einer Partei sein musste. Und dann kriege ich eine Einladung ins Ministerium, das Sozialministerium, da sagt der Mann, der mit mir reden soll, ich bin der Herr Minister sowieso und das heißt, ich bin der politische Exponent des Herrn Ministers. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe gesagt, ja, und ich bin der Traugertl. Nein, so ist es nicht. Wo sind Sie organisiert? Sag ich, im Studentenverein, nicht? Und so. Nein, sind Sie SPÖ oder sind Sie Ding? Ja, ich bin weder das noch das. Nein, eine Teilorganisation. Kinderfreunde oder was ich das will. Wir haben DC oder sowas, ne? Da bin ich auch nicht. Plötzlich schreit er mich an, wirklich schreit. Das sind die Leute von gestern, die habe ich schon gefressen. Die alten Nazis wahrscheinlich, ne? Ich bin so erschrocken und habe nicht anders können. Ich habe zurückgeschrien. Dann kalten sie ihn an den Post, schmieren sie sich in die Haare. Das ist natürlich aus. Mein Bruder ist dann Staatsbeamter geworden und irgendwann hat er mich angerufen und sagte, du, ich habe deinen Bewerbungsbogen gefunden. Sage ich, ja, na, da steht drinnen, politisch unzuverlässig. Ne? Das ist. Schauen Sie, wir haben auch wirklich Versager gehabt. Ein Versager war, dass Herrnstein sich eingebildet hat, es muss ein Gruppendynamik-Seminar machen für Präsidenten. Präsidenten und Generaldirektoren und Inhaber. Na, da haben sie zusammengestellt 24 Leute. Der Gerhard Schwarz und ich haben dort das machen sollen. Und die haben einfach verweigert, bei Übungen mitzumachen. Da habe ich gesagt, dann machen wir diese Übung, dann können wir dann was daraus abziehen, was lernen. Nein, erzählen Sie gleich, was rauskommt. Und er hat gesagt, nein, das ist, Sie müssen ja das an sich auch erleben, was dann ist. Nein, das machen wir nicht. Wir sind die Zahlen, Sie müssen arbeiten. Also erzählen Sie, was los ist. Das war so arg, dass Gerhard gesagt hat, am dritten Tag, wir gehen. Das ist unmöglich. Nicht? Und da hat dann der Fink, das war der Leiter von Herrnstein,
Da habe ich gesagt, das könnt ihr mir nicht antun, das sind meine wichtigsten Leute. Ihr könnt ja nicht sagen, wir gehen fort, weil die zu blöd sind. Und da hat mir aber dann einer gesagt, von der Gruppe, er sagt, der Schanz, Herr Linter, bei den Leuten, die da sitzen, kennt auch jeder die Bilanz vom anderen. Wenn er sich jetzt da noch bei einer Übung blamiert, er sagt, nein, nein, bei der Bilanz. Das können wir uns nicht leisten. Ein Bonmot vom Ferdinand Piëch, wie er Generaldirektor geworden ist von VW, ist er vom Wirtschaftsmagazin interviewt worden, was seine Karriere betrifft. Und da hat er wortwörtlich gesagt, schauen Sie, ich säße nicht hier, wäre ich nicht in Gruppendynamik gewesen. Es ist schon eine Bombenaussage. Gruppendynamik kann man nicht einfach erzählen, das muss man erleben. Und ich habe dann den blöden Vergleich gehabt, du kannst ein Wiener Schnitzel in allen Details exakt beschreiben. Was es ist, kannst du nur, wenn du es gegessen hast.